Hallihallo und herzlich willkommen zu Fess. Ich hoffe, es knistert nicht oder ähnliches, aber ich glaube, es sollte wieder gehen. Leider seht ihr, dass ich woanders bin als beim letzten Mal, in der vierten Folge. Ich hatte eine fünfte Folge schon aufgenommen, aber die ist leider verloren gegangen, weil mein PC Scheiße gemacht hat und bum bum und dann war alles weg. Keine Ahnung genau, wie das passiert ist. Auf jeden Fall, was soll ich sagen? Auf jeden Fall machen wir hier weiter, würde ich sagen. Ganz gechillt. Nee, warte mal, darüber wäre besser. Und wir versuchen mal den Schatz da oben zu bekommen. Hört sich schon nach dem Plan an, oder? Ja. Aber erstmal das Stückchen hier drin. Ganz vorsichtig. Und hopp. So, haben wir das schon mal. Ist doch was Feines. Ist doch was Feines. Autsch. So, gehen wir hoch. Kommen wir weiter hoch hier? Ich glaube nicht. Aber hier. So, und dann holen wir uns auch mal das Schätzchen hier oben. Das Schätzchen, ja. Oder haben wir das schon? Ah ne, da. Ich war gerade schon verwirrt. Ein Schlüssel! Yay! Ja, wie man sehen kann, ich habe jetzt 9 Würfel. Ich hatte ja eben, oder bei der letzten Aufnahme hatte ich noch 8. Ich habe wahrscheinlich, glaube ich, einen ganzen Würfel bekommen. Ich weiß nicht mehr genau, wie viel das war. Ich hoffe, das ist nicht so schlimm, wenn ihr verzeiht mir. Ich muss aber gerade sehen, ob ich den Sound zu laut habe unter Umständen. Wie ging das jetzt mal? Enter war das, genau. Enter. Audio. Ne, der ist so gespeichert geblieben. Das ist cool, aber ich mache den ein bisschen leiser. Ich mache den kurz mal leiser, den Sound. Und ansonsten müsste alles eigentlich gehen. Gut. Dann gehen wir erstmal hier runter. In der Hoffnung, dass wir nicht sterben werden. Und dann würde ich sagen, wir gehen hier rüber. Und ich bin nicht gestorben? What? So, Würfel Nummer 1.000.000. Keine Ahnung, ich weiß gerade nicht mehr. Würfelstückchen auf jeden Fall. Geht es weiter. Hier rüber. Und hier ist eine Tür. Waren wir in der Tür schon mal? Ich glaube, wir sind hierher gekommen. Mal gucken. Ansonsten, ja, wie gesagt, ich habe meinen PC neu formatiert. War halt ein bisschen nervig. Aber immerhin geht jetzt alles wieder. Also schätze ich mal. Und wenn ihr so kleine Knackser oder nicht zusammen, dann kommt das wirklich leider komplett von Fess. Das ist, also in anderen Spielen habe ich das nicht. Es ist, okay, ich hatte es mal einen kurzen Moment bei Yu-Gi-Oh! Aber da lag es doch dran, dass bei mir am Sound irgendwas am Arsch war. Aber jetzt habe ich da gar nichts mehr. Und es eckt das gerade ein bisschen? Kann das sein? So. Ach da. Ich weiß gerade ehrlich gesagt nicht, ob ich hier richtig bin. Also ich laufe gerade den Weg zurück. So, also wie ich schätze, dass es richtig ist. Und da war ein... Da war eine Tür. Da war eine Tür. Hier wollen wir rein. Da wollen wir ganz klar rein. So, mal gucken. Oh, anscheinend ging es da hinten weiter, wenn ich richtig sehe, wenn noch ein Raum ist. Dann gehen wir wieder zurück zu diesem Raum aller Räume. Denke ich mal irgendwie. Wenn ich jetzt wüsste, wie das nochmal vonstatten ging. Genau hier hoch, da durch. Dann müsste es doch eigentlich hier hoch sein. Oh, da war gerade ein kleiner Frame Drop. So, und dann doch eigentlich hier, genau. Gucken wir uns mal kurz um. Ja, aha, aha, ja, ja. Ja, da waren wir schon, das kennen wir alles. Das kennen wir alles. So. So, hopp. Captain Bombe aufheben. Captain Bombe werfen. Und. Darüber. Und hopp! Na! Okay, neuer Versuch. Und hopp! Ja, es ist aber ein knappes Nimmerchen. Muss man schon sagen. Dann mal hier rüber noch. Dann hier rauf. Und dann nochmal rauf. Und dann sind wir eigentlich
quasi schon da, wo wir eben waren, oder nicht? Doch, ich weiß jetzt nicht, was hier. Genau, genau, genau. Sind wir wieder hier. Wenn wir das hier übersehen, dass wir vielleicht einen Hinweis hätten, wo wir hin müssen. Wir sind immer noch hier, genau. Und dann gehen wir da hinten zu dieser Wand. War da irgendwo eine Tür, die wir einfach nicht gesehen haben? Kann das sein? Ach, da ist echt eine Tür. Okay. Ah. Geht's halt hier hoch. In die Tür rein, nicht? Oder? Ist das überhaupt die richtige Tür? Ach, gucken wir einfach nach. Was haben wir schon zu verlieren? Ab da rein! Und das ist noch ein Rätsel, was sehr hoch geht und... Geht das denn noch weiter? Es geht sogar noch weiter. Passt. Ist ja nicht schlimm. Machen wir, ne? Oh! Bild drehen ist nicht nett. Da sagt er nein. Okay. Aha. So fällt man dann also runter. Nein. Ich will da nicht zurück. Ich will da weiter hoch. Ich will da ganz klar weiter hoch. Bestimmt kommt man doch irgendwie... Aha. Ja, ja. Okay, ich verstehe schon. Das ist so dreckig einfach nur. Es ist einfach nur dreckig. Dreckige Tricks hier verwenden. Ja, 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 ja. So kommen wir hier rüber. Aber nochmal darüber. Und dann hier durch. Ne? Ja, dann... Nein. Nein, 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 nein. So, hier wollen wir rüber. Erstmal. Weil da unten haben wir, glaube ich, nichts zu schaffen. Und dann wechseln wir. Aha. Den hätte ich jetzt ehrlich gesagt nicht... gesehen. Ah, verdammt. Ich mache mal kurz den Sound noch ein bisschen leiser. Das ist für mich, also für meine Ohren ist er sehr laut. Wenn das irgendwie anders sein sollte, sagt mir gerne Bescheid. Aber für mich ist er halt wirklich extrem laut. So. So sollte besser sein. Jetzt hört man leider nicht mehr ganz so viel vom Spiel, aber der steht immer noch gut genug. Ich denke mal hier lang. Ja, sieht gut aus. Dann mal gehen wir hier rauf. Da ist ein ganzer Würfel direkt. Oh, nice. So, und dann hier durch. Dann sind wir auf der anderen Seite. Und dann kommen wir da eigentlich schon ganz gechillt hoch. Den Würfel da unten, also das Stückchen, wo ich mich schon, nachdem ich da oben das Ding fertig habe, weil das sollte ja kein Problem sein, danach. Und dann holen wir uns mal das ganze Stückchen hier. Yeah! Woo! Ja, ja, wir wollen aber nicht zurück. Oder wollen wir zurück? Nein, wir wollen zurück. Wir haben keine Ahnung, was zu tun. So, hier am Baum, wie wir sehen. Aber erstmal... Oh, es hat geklappt. Das hat mich jetzt gerade selber ein bisschen gewundert, wenn ich ehrlich bin. Gehen wir erstmal kurz hier rüber wieder. Ach, da war das. Ah, okay, okay. Das hätten wir uns auch im Hinweg sammeln können. Naja. Naja. Dann hier durch. Und noch weiter hoch. Ah, Gott. Ich habe das Gefühl, dass es manchmal so ein bisschen am... Dass es so am Ruckeln ist. Also das sieht, spürt sich so ein bisschen. Ich weiß nicht, ob das stimmt. Aber ich muss mir gleich mal wieder anschauen, aber... es fühlt sich auf jeden Fall so an. Hm. Irgendetwas hindert mich daran, in diesem Bereich die Perspektive zu wechseln. Echt? Wer macht das? Ich könnte wetten, der liegt an diesem toten... Das totemähnlichen Ding da drüben. Ja, das muss es sein. Würfelchen, wenn du sagst, dann muss das stimmen. Können wir echt nicht, wir können echt nicht wechseln. Nett. Okay, da beim Springen hat das gerade doch extrem... Warum bricht die Frame manchmal ein? Das mag ich nicht. So, egal. Gehen wir hier hoch. Das sollte alles passen. Denke ich mal, oder nicht. Können wir hier überhaupt hoch? Hier müsste es doch gehen, ne? Ja. Und hopp. Und hopp. Und... Sieht doch ganz gut aus. Sieht doch ganz gut aus. Können wir das hier vielleicht... Wir können das packen. Aha. Interessant. So ist das also. Ja, ja. Kriege ich dann das Würfelteil überhaupt oben drauf? Wahrscheinlich nicht. Ich muss das nochmal zurückdrehen. So. Ja, sieht das schon gut aus. So würde ich denken, dass ich es bekomme. So. Und dann noch hier rüber.
Und jawohl. Und den nächsten Würfel sogar voll. Das ist doch schon mal was. Damit kann man arbeiten, ne? Haben wir noch irgendwas hier verpasst? Es geht hier sogar noch weiter. Und hier ist noch ein Würfel versteckt irgendwo. Okay. Dann ach, da auf der anderen Seite. Irgendwo. Dann drehen wir das Totem nochmal. Dass wir da den Würfel kriegen. Wo ist der? Ach, wir haben das jetzt in die Ursprungsposition gedreht. Okay. Dann nochmal hoch. Wir brauchen das. Wir wollen das haben. Da, wenn ich springe, dann ist es echt am Ruckeln, habe ich das Gefühl. So, aber hier. Würfel. Da ist er ja. Da ist er ja. So, rein da. Und hier hoch. Und dann haben wir doch hier alles, oder? Was vergessen? Hm. Glaube ich zumindest. Boah. Ah, Gott, diese kleinen Herzinfarkt-Momente, wo ich immer so einen Schock kriege, ob ich das schaffe oder nicht, und dann so total gespannt bin und ist zu viel. So, jetzt machen wir hier, komm. Geheimwack. Geheimwack. Bravo. Da ist die Tür aber. Da sehe ich es ja schon. Wie war das nochmal? Oben, genau. Ich war gerade, ich verwirrt mal Türen öffnet. Oh, was machst du nur? Weil die mache ich nur. Und das ist wieder mal ein. Ach nö. Wieder so ein Puzzle-Rätsel. Oder? Jo, und hier geht's sogar noch weiter. Okay. Dann schauen wir mal, wie das geht. Ich habe zwar noch keine Ahnung, aber es wird schon irgendwie. Oder? Komm, bitte. Würfelchen, sag uns was dazu. Das wäre echt hilfreich. Bitte, Würfelchen, los. Ich habe einfach keine Ahnung, was ich hier genau machen muss. Eventuell da reinschieben, kann das sein? Machen wir das mal, oder? Hört sich doch gut an. So, das da rein. Und dann geht das da rein. Es geht nicht da rein. Wir müssen uns den da hochholen. Oh, da war gerade ein Mega-Router. Den habe ich sogar gesehen. Und hopp. Und hopp. Und hopp. Und. Nein, nicht so. Erst springen, dann werfen. So, und dann wieder rauf. Nein. Und wieder rauf und rauf und hopp und ha. Und hua. Haha. Ach Gott, in alle? Ach, warte, bin ich bescheuert? Das kann ich einfach raufwerfen. Warum stelle ich mich so blöd an? Komm da rauf. Ja, danke. Ja, ist ja ganz gechillt dann. Ach, ich hab sogar. Ich hab den sogar zufällig richtig reingeworfen. Ich glaub's nicht. Ah, das muss man auch noch beachten. Okay. Nee, halt, warte mal. Dann kann der hier nicht. Entschuldigung, wie meinst du da? Ha! Geht doch. Ist ja cool. Okay, da hat sich eine Tür geöffnet. Haben wir auch alles erledigt? Dann gehen wir weiter, würde ich sagen, oder? Hört sich gut an. Hört sich nach einem Plan an. Ich würde behaupten. Kirschblütenbaum. Oh, ein Anti-Würfel hießen die Dinger so? Anti-Würfel. Anti-Würfel. Es ist voll Anti. Yay. Kommen wir hier so drauf? Ja, klar. Natürlich. Haben wir den nächsten Anti-Würfel. Yay. Wie viel haben wir jetzt eigentlich? Drei? Drei würde ich sagen. Drei. Nice. Ich würde aber sagen, wir beenden den Part hier. Wenn euch das Video gefallen hat, Gott, was ist heute los mit mir? Könnt ihr gerne eine Bewertung da lassen. Ansonsten sehen wir uns beim nächsten Mal. Und nochmal, tut mir leid, dass jetzt ein paar Tage oder zwei Tage nichts rauskam und Folge 5 nicht dabei ist. Aber da ist noch nichts Spannendes passiert. Wir sind einfach in der Leuchtturm hoch und haben ein paar Sachen gesammelt. Ich hoffe, ihr könnt mir verzeihen. Bis dann. Ciao, ciao.